Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Mein Name ist Torben und heute regeln wir auf die Folge 11 vom Arctic Warrior. Disqualifikation, thermischer Abbruch bei den Favoriten. So. Nochmal kurz hier im Stream was umändern. So. Gut, dann gehen wir mal Vollbild rein. Es passt alles. Okay, falls euch diese Art von Reactions gefällt, könnt ihr auch schon gerne vorab ein Follow bei Twitch da lassen. Ist kostenlos, by the way. Auf YouTube könnt ihr gerne ein Abo, Like und Kommentar da lassen. Ebenfalls kostenlos. Würde mich supporten und mega freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Ich würde mal sagen, let's go. Standardprozedere hier natürlich. Paramount Plus. Da sind wir. Am Sonntag chillt. Am finalen Punkt. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Und ich glaube, das ist halt dann das Finale, ne? Die finale Nacht. Alle noch mal ein bisschen näher beieinander. Alle nebeneinander die Challenge. Aber man kann jetzt nicht wirklich gucken, was der andere macht, weil ihr seht, perfekt. Ey, das ist jetzt die letzte Folge einfach. Crazy. Schon krass, ey. Und dann haben wir nur gesehen, dass Stück für Stück die Teams abgeholt werden. Wieder mit einem Skidoo, mit Schlitten, das Ledschlitten drauf. Ja. Stimmt. Und dann habe ich noch von Weitem beobachtet, ich dachte, die kriegen als Brillen auf. Weil der Toni hat denen irgendwas gereicht. Und ich so, nee, sieht nicht aus wie eine Brille. Aber die haben sich so angezogen wie eine Brille. Und dann waren wir irgendwann dran. Da kam die das Sledge vorgefahren, hier mit dem Toni und alles klar, hier über die Augen. Sehr geschehen. Wir alle nach Hause, ey. Otto, authentisch. Also jetzt wirklich, wir müssen Finnland verkaufen, nicht Deutschland hier. Gleiten, gleiten. Du wolltest Machen die denn da? Integration hier für NordVPN. Go, go, go. Go, go. Sauberfähig. Ich nutze NordVPN auf all meinen Devices, wie Handy, Laptop hey, und im Internet. Zu Hause. Ah, okay. Ja gut. Auch das aus. Und unterwegs surfen zu können. NordVPN ist meine 360-Grad-Lösung im Internet. Dadurch habe ich Schutz vor Trackern, Malware und unerwünschter Werbung. Was los? Go! Ich nutze NordVPN sowohl mobil als auch zu Hause im Internet und schütze somit meine privaten Daten. Ihr könnt profitieren von unserem speziellen Arctic Warrior Deal. Den findet ihr Link in der Videobeschreibung. Unter anderem gibt es da auch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen weiter rodeln. Go Felix, gib Gas! Dann einmal hier vielleicht einhaken mit deinem linken Arm und versuch mal vorsichtig abzusteigen. Wird das jetzt ein Wettrennen oder was wird es werden? Ich frage mich jetzt eh, wie die das Finale machen wollen. Genau. Und einmal bitte hier stehen. Hoffentlich wird das nicht so ein wackes Finale, ey. Die müssen sich ja schon mal was ausgedacht haben. Einmal runtersteigen. Herzlich willkommen zum Höllentag. Motto des Tages ist Fire and Ice. Ich bitte euch einmal, die Augenbrillen abzunehmen. Ihr habt im Laufe der Tage
mit euren Challenges Punkte gesammelt. Ihr habt eventuell Minuspunkte erhalten durch eure Verpflegung, die Nutzung der Karte oder anderer Gegenstände, die wir euch mitgegeben haben. Mhm. Hier habt ihr jetzt wieder die Chance, Punkte zu erwirtschaften. Einer von euch muss ins Eis, der andere muss das Feuer machen, mit dem der andere recovert mit eurem mitgebrachten Feuerholz. Wenn keiner ins Eis geht, seid ihr disqualifiziert. Na klar. Wenn ihr das Feuer nicht schafft, mit eurem Feuerholz euch zu recovern, könnt ihr ein großes Feuer gehen, das von zwei Leuten betrieben wird. Aber das gibt euch 0 Punkte. Schafft ihr das auch nicht, steht für euch eine Sauna bereit, dann seid ihr aber auch disqualifiziert. Habt ihr Fragen? Müssen wir nur ins Eis und da nichts machen? Oder ist dazu kommt gleich der Alex. Habt ihr zur grundsätzlichen Challenge Fragen? Nö. Dann übergebe ich jetzt an den Alex, der euch in die Eis-Challenge einweist. Ja, willkommen, angehende Arctic Warrior. Wir haben euch ausgebildet im Feuermachen, im Icebreaking, wie ihr euch bei einer Notsituation zu verhalten habt. Jetzt wollen wir die Skills auch sehen, dass ihr den Titel auch verdient, Arctic Warrior. So, wird wie folgt ablaufen. Ihr entscheidet euch, wer ins Eis geht. Derjenige, der ins Eis geht, wird sich hier hinstellen und vorbereiten. Wie das aussieht, werde ich gleich sagen. Der Buddy, der das Feuer macht, wird die Ausrüstung aufnehmen, die Pulka, wird sich nach vorne begeben, sich bereit machen. Sobald er bereit ist, wird sich der Mann, der ins Eis, oder die Frau, die ins Eiseisen bricht, hier ausziehen. Das heißt, die Oberbekleidung, den Anzug ausziehen, die Stiefel ausziehen. Ja? Danach werde ich das Sicherungsseil umlegen und auf mein Kommando ins Eis rein, bis hier vorne gleiten, wieder auf das Fell stellen. Ihr bekommt von mir 2 Plastiktüten, die zieht ihr über die Socken, dass die Stiefel nicht nass werden. In die Stiefel rein, den weißen Anzug schnappen, die Skistöcke und nach vorne rennen zum Buddy, der das Feuer hoffentlich dann schon anhat. Es bleiben hier 2 Skistöcke, der Rest wird vom Buddy mitgenommen. Okay, Fragen dazu? Keine. Ja. Doch. Ja? Welche Materialien dürfen wir benutzen? Nur das Holz, was wir... Genau, um das Feuer zu starten, das Holz, das ihr mitgebracht habt, das Anzündmaterial, das hoffentlich vorbereitet und getrocknet ist. Mhm. Ja? Was wäre eine sinnvolle Sache, um seinen Buddy zu unterstützen, wenn er mit den nassen Klamotten nach vorne kommt? Ihr wurdet ausgebildet. Was kann er machen? Die trockenen Klamotten vom anderen sich erstmal im Schnee wälzen. Schnee wälzen, ja, genau. Nach vorne rennen nach und vorne dann rennen. Vorne am Feuer die nasse Kleidung ablegen, den trockenen Anzug anziehen. Genau. Und um sich vom Wind zu schützen, was kann man da machen? Was habt ihr in eurer Ausrüstung dabei? Das Quinchi aufbauen, beziehungsweise das Tarp aufbauen. Ihr habt einen Biwaksack, ja, das geht schnell. In den Biwaksack reinsetzen, vom Wind schützen, die Öffnung vorne weit öffnen, zum Feuer hin, dass die Wärme in den Biwaksack strahlt. Und das Feuer natürlich schnellstmöglich entfachen und richtig zum Brennen bringen. Okay, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann diskutiert jetzt, wer ins Eis geht und teilt mir die Entscheidung mit. Dann geht's los. Ich würde ins Eis gehen. Bist du dir sicher? Ich bin mir schon sicher. Ganz sicher? Ja, bevor ich das Feuer nicht schnell genug angebekomme, würde ich ins Eis gehen. Ansonsten friere ich halt ein bisschen im Schlafsack. Nehmen wir den Schlafsack auch noch mit dabei. Dann machen wir das. Du kriegst das Feuer an. Okay. Hast du die letzten 2 Tage auch geschafft, oder nicht? Ja. Wir haben doch alles gesammelt. Dann machen wir das so. Weil dann habe ich ganz, ganz wenig an. Ja. Relativ wenig. Ja, dann bin ich halt mehr in Bewegung. Du musst nur... Ah, Ehrenmann. ...vorbereiten. Ja. Ah, schon korrekt, ey. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Ja. Auf jeden Fall. Ja? Ja, krieg ich hin. Und wenn nicht, dann warte ich im Schlafsack, bis das Feuer brennt. Ja. Okay? Ja, machen wir so. Hin? Ach, die Scheiße. Sobald er sich geopfert. Dass er sich das ist geisteskrank. Kannst du anfangen mit dem Feuer. Alles klar, die Entscheidung ist gefallen. Aufsitzen. Gut, Mello, vorbereiten, Stöcke holen. Ja, natürlich habe ich Vertrauen in Lolo. Das macht die schon. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben alles dabei. Wir haben ein Notfallset genau für diese Situation. Falls wir tatsächlich auf dem Weg von A nach B irgendwo einbrechen sollten, sind wir immer in der Lage dazu, innerhalb von 5 Minuten ein Feuer zu machen. Alles andere lässt sich von außen sammeln. Wir haben unsere Rollen vorbereitet, also sprich Biwaksack, Schlafsack. Wir haben eine Isomatte. Wir sind mit einer Isomatte rausgegangen, nicht mit 2. Auch das hat uns bis jetzt gereicht. Wir haben immer noch die Rentierfelle dabei. Wir sind gut ausgerüstet und ausgestattet. Ich vertrage die Kälte besser wie Sie. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eher ins Wasser zu gehen. Und sie macht das Feuer und das macht die grandios. Die Challenge startet jetzt!
besten wäre es ja, wenn er das jetzt langsamer macht, gell? Stark, stark, stark. Ah, ist das schön kalt, gell? Boah. Scheiße, da geht echt kein Feuer an, gell? Ich weiß. Oh, doch. Geil. Yes. Oh, ich bin stolz auf mich. Weißt du, was richtig geil ist? Wir haben Feuer. Wir haben Feuer. Baden. Ja. Und es ist richtig schön warm. Du warst warm, es ist schön warm. Ich dachte kurz, er muss mit allem rein, mit den ganzen Klamotten, aber nee. Okay, kannst du loslassen? Gucken, wer da jetzt reinspringen wird. Stück noch geradeaus, hier stehen bleiben. Okay, dann Auge bitte abnehmen. Ich habe euch vorbereitet auf eine Notsituation, was ist, wenn das Icebreaking stattfindet, was für Maßnahmen ihr machen müsst. Ja, es wird wie folgt ablaufen. Ihr entscheidet euch gleich, wer ins Eis geht. Ja, derjenige, der nicht ins Eis geht, wird rübergefahren. Ein Schneeloch ist vorbereitet. Er bereitet alle Maßnahmen vor, indem er das Feuer vorbereitet. Startet das Feuer allerdings noch nicht. Ja, das heißt, er wird den Biwaksack rausholen, den Schlafsack rausholen, das Feuer vorbereiten. Der Mann, der hier steht, wird dann auf mein Kommando die Oberbekleidung ablegen. Das heißt, den weißen Anzug plus die Stiefel. Sobald der Buddy, der vorne das Feuer macht, sieht, dass er die Jacke auszieht, kann er anfangen, das Feuer zu starten. Gut, dann diskutiert jetzt, wer ins Eis geht. Ja, und oder nehmt ihr die Challenge nicht an? Doch, wir machen das. Wir nehmen die an. Für mich ist ganz klar, wer ins Eis geht. Für mich ist das ganz klar. Ich gehe rein. Lass mich reingehen. Weißt du, warum? Warum? Weil du der Feuermaster bist. Das ist egal, das schaffst du. Du kriegst das an. Ich darf beim Feuermachen helfen, ja? Auch wenn ich friere, ja? Nein. Das kriegen wir zusammen. Du warst besser mit dem Feuer. Mach dir keinen Stress. Nein, ich kann mich nackt ausziehen, kann den Kram hinhängen, kann den Anzug wieder anziehen. Alles geht. Ja, aber nein. Ich gehe rein. Diskussion. Weil du machst besser Feuer. Du hast die ganzen Tage Feuer gemacht. Ja, aber wir kriegen das trotzdem hin, auch wenn ich reinspringe. Ich vertraue dir. Aber ich gehe rein. Hier. Mach du das Feuer. Du hast es so toll gemacht. Dann gib mir noch ich das Handy. Ich vertraue dir. Gib mir noch das Handy, weil das ist nicht wasserdicht. Nee, der Anzug geht ja nicht rein. Ja, stimmt. Der geht nur in der... Also, Anzug ja, ich war schon wieder im Vollmodus mehr, ne? Drin. Anzug ja, ja. Brauchst du nicht, ne? Nein, ich habe genügend... Genügend okay. Birke da. Gut. Selbst da diskutieren die, ey. Das ist crazy. Ja. Das schnappst du zwei Stöcke. Ja? Die ja. Nimmst du von den ach, Schritten runter. Und wartest dann hier, bis er in Position ist, und dann gebe ich dir das Kommando. Ja gut, wenn sie bis jetzt noch kein Feuer angemacht hat, ey, dann ist schon die sichere Wahl. Weil er wird halt das Feuer safe ankriegen. Okay, denk dran, wenn du jetzt gleich reingehst, ne, reinspringen. Wir werden dann kein Frage-Antwort-Spiel machen. Einfach über die linke Schulter links rumdrehen und direkt rauskommen. Und dann, okay. Denk dran, rauskommen, Stiefel anziehen. Kurz im Schnee wälzen, Anzug holen, Stöcke holen und dann auf schnellstem Weg zu deinem Buddy, okay? Ja, ich erinnere mich gerade an das Gefühl beim ersten Mal. Deswegen, das war auch erst so, oh, wieder das Loch, oh nein. Aber ich freue mich ja auf so Herausforderungen, ne? Das klingt total absurd, aber irgendwie freue ich mich auf sowas. Richtig krank. Dann legen wir los. Okay. Ach du Scheiße, die fällt jetzt schon hin. Wow. Beide Stöcke nehmen. Ja. Ah. Okay. So, komm. Runter, runter. So, jetzt rein in die Stiefel. Stell dich aufs Fell. Ach du Scheiße.
schön. Okay. Rein mit dir. Ja. Wie geht's dir? Gut. Wie sehen deine Füße aus? Hast du schon mal geguckt? Gut, die sollten auch gut sein. Die springen aus, ne? Oder? Bitte? Du. Erst noch auskriegen, ne? Ich würd jetzt einfach rein in Resbach. Ich leg ja? das da hin. Ja, du gehst da jetzt rein. Okay. Und du fühlst dich wohl. Das ist jetzt die letzte Folge. Was bringt es dann, dass sie jetzt Punkte gesammelt haben? Ich dachte, das wird noch irgendwie mal verwendet dann. Als Vorteil, Nachteil dann okay, für die letzte Challenge. Augenbinde bleibt an. Ihr bleibt sitzen. Ich hole euch eine nach dem anderen runter, okay? Wir fangen mit dir an. Hier stehen bleiben. Aufstehen. Okay, Augenbinde abnehmen. Oh, ich wusste es. Binden zu mir. Dann diskutiert jetzt aus, wer ins Eiswasser geht. Okay, das Thema hatten wir vorhin ja schon. Dann gehe ich ins Eiswasser. Ich mach's vorher. Ja. Okay. Gut. Okay, nehmt ihr die Challenge an? Wir nehmen die Challenge an. Gut. Dann jetzt Stöcke holen. Und du fährst rüber und bereitest das Feuer vor. Auf geht's. Okay, also es geht los, sobald ich meine Jacke auf habe. Oder wie? Sobald du die Jacke ausziehst, kann er das Feuer starten. Wir warten jetzt noch kurz, okay, bis er vorne ist. Mhm. Sobald er in Position ist, gebe ich dir ein Zeichen, dann kannst du deine Jacke ausziehen, dann sollte es schnell gehen. Bereitest deine Stiefel so vor, dass die Tüte schon in den Stiefeln ist, dass wenn du rauskommst, nur reinschlüpfen musst. Darauf habe ich mich lange vorbereitet, aber nicht unter solchen Umständen. Blutzucker ist natürlich im Keller. Man ist entkräftet, weil ich habe die letzten Tage gar nichts gegessen. Versucht das alles irgendwie zurückzuhalten, einzustecken. Wir mussten so viele Punkte safen, wie es nur ging. Weil wir, glaube ich, die erste Challenge verkackt haben, wahrscheinlich auch die zweite. Deswegen müssen wir jetzt alles geben. Ja. Bist bis hier gekommen, das ziehst du jetzt auch noch durch. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, genau. Mann. Ja, Mann. Glaubst du an deinen Partner? Ich glaube an meinen Partner. Der hat die letzten Tage sich um das Feuer kümmern müssen. Er kann das. Der bereitet mir, legt mir jetzt das schönste Lager aus. Okay, fertig? Ja, es geht los. Dann kannst du dich vorbereiten. Hier sind deine zwei Mülltipps. Buschwerker, du kannst anfangen! Okay, dann loslegen. Stöcke nehmen in eine Hand und rein. Oh, Jesus, nee. Über die linke Schulter drehen beim Rauskommen. Über die linke Schulter drehen. Boah. Ja, das ist schon hart, ey. Junge, Junge, Junge. Den Stöcken, die. Ja, jetzt. Perfekt. Gut, komm, stell dich aufs Feld. Und raus und anfangen zu arbeiten. Komm, komm, komm. Komm. Nee, Stiefel anziehen. Schlupf da rein. Los, anfangen zu arbeiten, zügig. Ach du so, Scheiße. Auf geht's zurück, Kleidung schnappen und schnellstmöglich zurück zum Buddy. Auf geht's. Okay, Füße nach links. Ich hab dich einfach mir folgen. Hat sie gedacht, es wäre Fritz. Ich führe dich. Der Meinige. Augenbinde abnehmen. Oh. An mich übergeben. Mit zu behalten, mit Augenbinde zu mir. So, dann willkommen angehende Arctic Warrior. Willkommen zur Challenge Fire and Ice. Ja, ihr konntet die letzten Tage, wo ihr draußen wart, Punkte sammeln bei den Challenges, aber auch Punkte verlieren, indem ihr eure Essensrationen aufgerissen habt. Ja, jetzt könnt ihr hier wieder Punkte sammeln bei dieser Challenge. Ja,
Die Challenge wird sein, einer von euch, das diskutiert ihr gleich aus, ja, wird ins Eiswasser gehen. Der zweite Mann wird nach vorne gebracht und wird vorbereiten ein Feuer. Ja. Also ihr wurdet die letzten Tage gut ausgebildet, habt Skills verbessert draußen. Jetzt wollen wir natürlich gewisse Fähigkeiten sehen. Feuer machen und in der Notsituation richtig zu arbeiten. Also diskutiert jetzt aus, wer ins Eiswasser geht. Hier rein. Ich geh rein. Du bist fit mit dem Feuer. Ich geh rein. Okay. Ja? Okay, wer geht rein? Ich geh rein. Du gehst rein, nehmt ihr die Challenge an? Klar, wir nehmen die Challenge an. Erstmal beide gut diskutieren. Frag mich, wie es bei Sascha und Otto ist, ey. Irgendeiner. Ob Sascha das Feuer gekriegt, ey. Weil der geht ja safe nicht rein, denke ich. Ich bin unzurechnungsfähig. Ich habe 3 Stunden geschlafen jeden Tag und nichts gegessen. Nee, wird schon. Alles gut. Was will das? Hast 3 Tage geschafft, dann schaffst du es auch noch. Ey. Hast du damit gerechnet? Okay, go! Wow. Er ist schon böse reingegangen. Stell mir den Kopf rein. Und los geht's, Arbeit. Oha. Ach du Scheiße. Muss das kalt sein, Mann. So, auf geht's in Schnee. Schneewälzen. Augenbinden bleiben an. Nach rechts drehen. Wer ist denn das jetzt? Stay, no. Don't move. Hier stehen bleiben. Okay, your legs to the right. Ah, das ist Hulk und Jared, ja. Step forward. Oh, witzig, dass Jared da den Arm drum hatte. Okay, Augenbinden abnehmen. Kommt zu mir. Willkommen zur Challenge Fire and Ice. Ja. Ihr konntet die letzten Tage, sage ich mal, Punkte sammeln, indem ihr die Challenges gewinnt. Oder Punkte verlieren, wenn ihr die Essensration angerührt habt. Ja. Hier könnt ihr wieder Punkte gewinnen. Rechts neben eurem Biwakbereich wird ein Feuer brennen, ja, das sehr groß ist. Ja. Wenn ihr an dieses Feuer geht, werdet ihr 0 Punkte bekommen. Ja, dann brauchen wir schon wieder reinspringen. Wenn ihr in die Sauna gehen solltet, die vorbereitet ist, seid ihr disqualifiziert. Oh. Springt ihr nicht ins Eiswasser, ja, seid ihr disqualifiziert. Ja. Okay? Einer von euch, so, das diskutiert ihr jetzt gleich aus, wer ins Eiswasser geht. Der zweite wird nach vorne gefahren, ja, dort ist ein Loch vorbereitet, ja, und bereitet mit seiner Ausrüstung das Feuer vor. Jetzt könnt ihr ausdiskutieren. Jetzt könnt ihr ausdiskutieren. Haben wir schon. Okay, nehmt ihr die Challenge wenn an? Wenn du das nicht ankriegst, klar. Ja. Ey, wenn du das nicht ankriegst, hau ich in die Zähne. Okay. Geht mir nicht auf den Sack. Geil. Nach vorne fahren, alles vorbereiten, Schlafsack, Biwaksack, Feuer. Ja. Sobald er die Jacke auszieht, kannst du das Feuer starten. Okay. Okay? Ja. Gut, ihr habt ein Heatpack dabei, nutzt es. Ja, ihr wurdet ausgebildet, ihr wisst, was ihr machen müsst. Also. Ja, bei Heatpack dürfen wir nicht benutzen. Doch, dürft ihr benutzen. Nein, dürft ihr benutzen. Bei dieser Challenge dürft ihr das Heatpack benutzen. Heatpack. Oh, okay. Okay. Also, wer den Titel Arctic Warrior tragen will, muss hier rein. Auf geht's. Du bist zum Mix. Kann nach vorne fahren. Du bleibst hier hauen, du nimmst dir nur 2 Paar Stöcke runter. Ja, so, komm, zügig, Beeilung. Oh, wir wollen hier nicht festfrieren. Wir sind hier nicht mehr bei der Bundeswehr. Attacke, los. Kaffee und Kuchen gibt's später. Kaffee und Kuchen. Zum Ablauf. Stöcke werden hier hingestellt. Der Anzug und die Schuhe werden abgelegt. Du bekommst von mir 2 Mülltüten. Du kannst die Schuhe vorbereiten, dass du nicht mit den nassen Socken rein musst.
Was auf jeden Fall anbleibt, sind die Handschuhe. Was du noch ausziehst, lange Unterhose, T-Shirt, Mütze, ist dir überlassen. Boah. Ach du Scheiße, komm, hoch. Und arbeiten, los, zügig. Fällt dir, gell? Ja. Ach du Scheiße. Junge, er macht. Wieso immer hin und her, Alter? Das hätte er dem mal echt besser beibringen können. Okay, hau Kaba ans große Feuer. Du hast keinen Windschutz gehabt, du hast. Geh rüber. Geh rüber, bitte. Take on your boot, ab zum großen Feuer. Ab. Ach du Scheiße. Keine Diskussion, wir müssen das nächste Team kommt. Sorry, good job, but. Go to the big fire. Bring your camera to the big fire as soon as possible. Ah, du Kacke. Was eine Kacke. Das wird jetzt gerade zu krass, ne? So, hoffentlich jetzt mal Sascha und Otto, ey. Das ist ja eigentlich am spannendsten. Wer da was macht. Okay, ihr bleibt erstmal so sitzen, Augenbinde bleibt an. Einfach weiter, weiter, weiter. Fuß hoch, Stück, Fuß hoch. Statur muss es auch Sascha sein. Genau, stehen bleiben. Okay. Hier hinstellen, stehen bleiben. Ja, oder? Okay, ihr könnt die Augenbinde abnehmen. Ich werde euch kommen. Jawohl, ah, nein. Ich habe schon prophezeit. Ja. Okay. Solltet ihr euch entscheiden, nicht ins Eis zu gehen, seid ihr Diana ist es. Wenn einer ins schon. Eis geht, wird der Buddy nach vorne geschickt. Dort ist ein Loch vorbereitet. Ja, wird sich vorbereiten, ein Feuer zu starten, die Notausrüstung einzusetzen, das heißt Biwaksack, Schlafsack und das Heatpack. Das Heatpack könnt ihr nutzen. Ja? Solltet ihr an eurem Feuer, das ihr selbst macht, nicht recovern können, ist im rechten Bereich ein großes Feuer aufgebaut. Wenn ihr an dieses Feuer geht, werdet ihr 0 Punkte bekommen. Also, geht ihr nicht ins Wasser, disqualifiziert. Geht ihr in die Sauna, disqualifiziert. Ja. Geht einer ins Wasser und der Buddy startet das Feuer und ihr recovert an eurem selbst angezündeten Feuer, 4 Punkte. Okay. Entscheidet ihr euch, an das große Feuer zu gehen, das vorbereitet ist, 0 Punkte. Kriegt ihr 0 Punkte. Okay, gut. Und in der Sauna Disqualifikation. Okay, gut. Gut. Ich erkläre euch dann gleich den Ablauf, wenn ihr ausdiskutiert habt, wer ins Wasser geht. Diskutiert das jetzt. Ich will gewiss nicht, wer ins Wasser geht. Ich hätte ja schon gesagt, ja. Das war eigentlich. Ich muss schon eine Sache kurz abchecken vorher. Kannst du erst. Was soll ich damit machen? Schau mal meine Finger. Wir glauben, dass er sich verbrannt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nur okay, ich will nur fragen vorher, ich mach so oder so. Weil er gestern die Kanne angegriffen mit den Arbeitshandschuhen und jetzt sind wir uns nicht ganz sicher. Gefühl hast du? Also ich habe nicht so ein gutes Gefühl vorne. Es ist halt prall, weil Wasser drin ist. Oder weil ich weiß es nicht, was es ist. Sie ist halt größer. Ja, sieht nicht gut aus. Einfach äußerbar, oder? Die Finger sehen gerade nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht denn gut aus. Wenn der jetzt noch ins Wasser geht. Aber das ist schon viel zu spät. Ne? Ach du Scheiße. Auf
keinen Fall. Also entweder Tatjana rein, aber er geht nicht ins Wasser. Ne? Guck dir die Hand an. Nein. Auf gar keinen Fall. Nee. Und Hände draußen lassen einfach? Alter. Nein. Stefan. Das ist schon viel zu spät. Das ist viel zu spät. Ja. Das. Ich hab sie die ganze Zeit wieder versucht. Wieder Hände? Nein. Tu den rein, tu rein. Ich hab den wieder... Abbruch. Echt jetzt? Stefan, ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Echt? Nicht mit den Händen. Okay. Auch am Feuer, auf gar keinen Fall. Wir nehmen dich raus. Du gehst sofort rein ins Warme. Ich will nicht schultern, das ist auch deine Arbeit. Ich weiß, klar. Wir gehen kein Risiko ein. Die Finger gucken, sind schon angelaufen, weiß. Du kannst gar kein Gefühl mehr da drin haben. Nee, nicht mehr viel. Und es geht immer weiter. Selbst wenn er es jetzt einmal aufwärmt und es direkt wieder unterkühlt wird. Ja, das ist das. Geht es immer weiter und wird immer schlimmer. Es ist unterblut und nicht mehr durchblutet. Das Gewebe stirbt ab. Und ich zerstöre die Fähigkeit für den Stefan, die Finger dann vorne zu benutzen. Und da ist das Risiko zu groß. Okay. Für dich ist der Arctic Warrior jetzt leider geendet, Stefan. Tut mir leid, aber Scheiße. Oh, was ein Trick, ey. Komm, jetzt bring ich dich weg von der Kälte. Ach du Scheiße. Junge. Ist einfach nicht mehr dabei. Ach du Kacke. So kurz, ey. Vom Ziel, ey. Den haben wir noch rausgenommen. Ich kacke ab, Alter. Aufstehen. Ich führe dich. Nice, ey. Anheben, nach links. Ja, genau. Hinstellen. Mit dem einen nur, ja, oder? Ne, rechter Fuß nachziehen, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Okay. Ich hab dich. Okay. Kurz den Fuß anheben, den linken. Einen Schritt nach vorne, genau. Ja, rechter Fuß nach. Hinstellen. Stehen bleiben. Okay, Augenbinden ab. Und die Augenbinden zu mir. Es war mir so klar. Mütze könnt ihr behalten. Augenbinde warum zu mir. Warum wusste ich, dass es da endet, wo es angefangen hat? Boah, bei dem Wind kein Geschenk. Gut, angehende Arctic Warrior. Zuhören. Ich will jetzt rein, lauf hoch. Nein, einfach zuhören. Also, willkommen zur Challenge Fire and Ice. Ja? Ihr konntet die letzten 3 Tage Punkte sammeln, indem ihr die Challenges gewinnt. Ja. Ihr konntet aber auch Punkte verlieren, indem ihr eure Nahrungspakete aufmacht. Ja? Hier bei der Challenge könnt ihr wieder Punkte gewinnen. Schaut mich an und nicht da hinten hin. Fragen zum Ablauf. Also, nicht ins Wasser, Disqualifikation. In die Sauna, Disqualifikation. Gehe ich ins Wasser, recover mit meinem Buddy am eigenen Feuer, 4 Punkte. Gehe ich an das vorbereitete Feuer, 0 Punkte. Das heißt, Feuer machen, du kannst gar kein Feuer machen. Aber ich möchte dich auch nicht ins Wasser springen lassen. Super. Ja, scheiße, hätte ich mal die letzten Tage Feuer machen sollen. Ja. Naja, aber wie schwer ist es mit dem Feuerstahl? Vergiss es, du kriegst kein Feuer jetzt, und nicht bei dem Wind. Mit dem, also, das wird kein Feuer brennen. Die Challenge ist beendet, wenn ich... Wann also würde es auch funktionieren, 0 Punkte ist besser als ausgeschieden. Ich hüpf rein, gehe in das große Feuer. Weil Sauna ist ausgeschieden, richtig? Dann bleibt er trocken, ich gehe rein und wir gehen ans große Feuer. Du bereitest da Heatpack und alles vor. Gibt halt 0 Punkte. Du kriegst kein Feuer und vergiss es. Also probier's wenigstens. Probier's doch wenigstens, ey. Wäre wahrscheinlich einer der wenigen, der das Feuer versteh's anfängt, nicht. Aber es wird auch für mich verdammt schwer. Probier's einfach, bis der Otto am Start ist. Mit Feuerstahl und allem. Also um den Druck zu erhöhen, bis jetzt haben alle Teams durchgezogen. Und alle haben das Feuer an und haben sich selber recovered. Eins muss ich beim Recovern dann ans große Feuer setzen. Ja, aber er kriegt ja kein Feuer an. Er hat nur nicht einmal einen Feuerstahl benutzt, Sebo. Ach so. Wie soll ich mir jetzt bei dem Wind dann Feuer machen lassen? Andersrum, ich mach das Feuer an, ich will ihn nicht ins Wasser schicken. Ich weiß, ich krieg Feuer an. Ich muss ins Wasser. Was schätzt du, wie lange das alles dauert? Ich hab die Heatpacks. Ich hab ja keine Ahnung. Heatpacks dürft ihr nutzen. Heatpacks komm schon, let's go. Also an der kleinen Feuerstelle. War schon noch ins Wasser. Okay. Oh Gott. Das dürft ihr nutzen. Und ich darf das Feuer dann anmachen, wenn sobald er die Jacke auszieht. Ball. Der Otto, es bringt nichts, ich muss rein. Also auch wenn ich am Kränkeln bin, was soll ich machen? Boah, ich will dich eigentlich nicht da reinschicken. Ja, okay, dann bereite ich alles vor. Schlafsack, Biwaksack außenrum, Heatpack rein, das geht. Ja. Das ist komplett warm. Du kommst oben hin, wir reißen dir die Klamotten vom Körper und dann gehst du nackt da in den Schlafsack rein, richtig? Nackt? Nein, du ziehst den Anzug wieder an und gehst dann in den Schlafsack. Mit den nassen Klamotten an? Der Anzug wird trocken bleiben, ihr zieht den aus. Ihr habt nur eure Unterwäsche an. Ja, okay. Boah, mit einer Box hier hochlaufen. Schaffst du das? Ich würde das so gerne für dich übernehmen. Warte, ich habe noch lange Unterhose und T-Shirt an, wenn ich da reinhüpfe. Genau. Ja, damit das hier trocken ist. Ja, genau. Und wegen dem starken Wind schmeißt du dir die Jacke auf jeden Fall über den Körper. Sollte die nass werden, werden wir die für dich trocknen
und du wirst sie wieder zurückbekommen und bekommst dann meine Jacke vor Ort. Aber das ist jetzt nur, weil der Wind gerade extrem zugenommen hat. Das Ding ist, wenn du reinhüpfst und ich oben versuche Feuer zu machen. Feuern. Glaubst du? Niemals. Okay, das heißt, ja, kommt dir in den Winter. Niemals. Gerade eben hast du aufgezogen, letzte Stunde hier zieht. Also niemals. Ja, dann hüpfe ich halt rein. Er bleibt hier, er holt sich einfach. Ach du Scheiße, Sascha, Digga. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Sascha versucht's anzumachen. Glaub mir, ja gut, wenn es halt wirklich da gerade so windig ist, ey, da hast du keine Chance. Ich habe gar kein gutes Gefühl dabei, jetzt da reinzuhüpfen, ne, aber... Ey, das ist geisteskrank, Jungs. Ach du Scheiße. Also ich finde es auch schon fast... Ach du Scheiße. Also du kannst dich in den Zwischengang zwischen Sauna und Umkleide dann umziehen. Wir halten ein Tab davor, keiner sieht dich nackt, es wird nicht gefilmt, du hast keine Zuschauer. Weißt du was, 0 Punkte gibt das große Feuer, oder? Ja. Ich spring rein. Nee, du bist am großen Feuer. Darf man beim großen Feuer auch das Heatpack Ja, das Problem ist, er kann halt kein Feuer anmachen. Ich will eigentlich nicht, dass er da reingeht. Ich nehme das gern auf mich. Weißt du, ihn jetzt da reinzuschicken, der eh mal am Frieren ist, in das Wasser. Und es ist sausportlich, jetzt ein Feuer anzumachen. Dann ehrlich gesagt, scheiß auf die Punkte. Aber. Ja, Disqualifikation wäre halt schon beschissen. Ja, mal gucken, ich bin gespannt, ob ich ein Feuer ankriege. Weil so wie der Wind gerade aufzieht, ist es alles. Bringt das Feuer eigentlich nur was zum Angucken. Zum Trocknen keinen. Guck mal, keiner stellt sich hin jetzt zum Feuer trocknen, sondern du legst ihn im Schlafsack einfach rein. Wir können doch ohne Punkte, wir nehmen das große Feuer. Scheiß drauf. Du musst nicht da rein. Wir haben an Tag 2 keine Punkte gemacht mit der Challenge. Wir haben jedes Essenspack aufgemacht. Ich glaube, 4 Punkte würden uns nicht schaden, oder? Das Ding ist, ich bin mir sicher, dass wir Feuer anbekommen. Das da ist so crazy im Kopf gerade. Holy shit, Alter. Oh, die lachen. Okay. Also. Nehmt ihr die Challenge an? Machen wir das oder nicht? Ja, ich bin krass, aber auch alle. Ich werde auch für die restlichen Tage nicht mit euch sprechen, aber wir machen's. Gut. Okay, ich gebe Gas oben. Dann los. Gut, ich erkläre es dir nochmal in Ruhe. Stell dich hier hin. Sobald ich dir das Zeichen gebe, ziehst du die Jacke aus. Ja. Handschuhe bleiben an. Ich binde dir das Sicherungsseil um. Du springst rein, drehst dich über die linke Schulter, kommst raus, schmeißt alles hin, ich ziehe dir das Seil runter, du springst in die Stiefel, schnappst dir deine Ausrüstung und rennst direkt zum Otto. Was ist meine Ausrüstung? Jacke, so, ja, Hose und deine Stiefel. Sorry. Kein Problem. Aber ich ziehe die Stiefel an und dann habe ich nur Jacke und Hose in der Hand, ja, und hoch. Und die Stöcke. Okay. Okay? Okay. Gehst du nochmal in Ruhe durch, wir haben Zeit, er braucht noch ein bisschen. Ja, darf ich schon mal die Handschuhe wechseln? Natürlich, kannst du gerne machen. Ich fahr nach vorne und ihm, oder? Er weiß wohin, oder was? Der weiß wohin, ja. Otto, Digga. Sascha, packst das? Sobald du vorne bist, oh, du Scheiße. Schnell die Klamotten runterreißen. Natürlich ist es bei Sascha am schlimmsten, gell? Okay? Das ganz, ist machbar. Das ist machbar. Du musst nur, du darfst nicht zögern. Ziehst durch. Wenn du hier stehst und die Jacke ausziehst, rein, raus und dann Gas. Mach die Arme breit und geh mit der Brust nach vorne und heb das Kinn, dass der Kopf nicht unter Wasser geht, okay? Du kriegst das hin, Sascha, du kriegst das hin. Ich bin ja krass sauer, also ja, ihr könnt... Ja klar bist du sauer, jeder war sauer, der hier war. Bei dem Wind können wir das nicht machen. Also wir brauchen ihn nicht jetzt, er braucht nicht hier jetzt im Wind stehen bleiben, weil dann ist er da schon unterkühlt und muss dann unterkühlt reinspringen, das geht auch nicht. Dann soll er schon ans Loch, oder? Bei dem Wind ist es unverantwortlich. Wir nehmen euch jetzt nicht raus, wir gehen zum Loch. Ihr könnt euch da windgeschützt aufbauen. Ihr könnt zu Kräften kommen. Ihr könnt vielleicht auch nochmal über eure Entscheidung sprechen. Und dann gucken wir weiter. Oh, was eine Scheiße, ey. Schauen wir mal, wie wir das umsetzen. Dann seid ihr halt bei 0 Punkten, weil ihr könnt da nichts für. Da sind die Witterungsumstände, die da sicherheitstechnisch nicht zulassen. Und dann solltet ihr nicht dafür bestraft werden. Okay. Also nimm bitte deine Stöcke. Geh zurück zum Otto ans Loch. Und solange, ihr dürft ja noch kein Feuer machen, weil ihr braucht euer Holz, könnt ihr euch gerne ans große Feuer setzen. Also, herhören! Aufgrund der Sicherheitslage und der weiter steigenden Winde haben wir ja bereits jetzt schon Sachen vorgezogen. Die Winde werden jetzt noch weiter steigen, mit bis zu 80 km/h in der Spitze. Super.
Wie, war das jetzt schon die Folge oder was? Ich dachte, es wäre die letzte Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch richtig gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Crazy. Kanal. Wenn ihr mit 7 Tagen Vorlaufzeit schon die nächsten Folgen sehen wollt, dann könnt ihr nur unten in der Videobeschreibung. Oh Mann. Zu Paramount. Schade, ey. Ich hätte jetzt gern das komplett gesehen, Leute. Finale schon. Ah, belastend. Okay, gut. Würde ich mal sagen, ab hier beenden wir die Reaction von der Arctic Warrior Folge 11. Fast schon 12, wollte ich schon sagen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, Like, einen Kommentar da lassen. Ist kostenlos, würde mich supporten und mega freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Habt noch einen schönen Tag. Euer Torben.